Hey Leute, willkommen zurück zu Zelda, Parallel Worlds, blablabla. Wir haben Darunias Cavern gerade geschafft und ja, juhu, bin ich froh, dass ich den geschafft habe, obwohl er mein Lieblings-Engine ist. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Wir müssen als nächstes zu Sarias Gardens, denke ich mal. Und ja, Sarias Gardens, ne? Was uns dort erwarten wird, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall eine Menge Laser, denke ich mal, wie in allen anderen Dungeons auch. Ja, irgendwie hat der Macher dieses Hex wirklich Spaß dran gehabt, überall diese Laser-Dinger hinzusetzen. Ich hasse ihn dafür. Ach ja. Aber ich mag diesen Hack immer noch. Außer Rotos Fortress. Rotos Fortress ist scheiße. Ich hasse diesen Ort. Ich kann ihn nicht leiden. Oh Gott, eine Biene hat mich entdeckt. Und sie ist wieder abgehauen. Upp, und sie sollte auch abhauen. Oh, Kack, Ball und Chain Trooper, Stier. Und wir rennen wieder durch die Gegend. Weil wir zu Sarias Gardens gehen wollen. Ganz schnell, ganz fix. Ohne viel Umschweife und. Wir lassen uns von nichts aufhalten diesmal. So, schon sind wir da. Jetzt müssen wir noch zu dem einen Punkt hinkommen, wo es in die Lost Woods geht. Boah, genau. Geh auf Sachen drauf, wo ich nicht drauf komme. Aber ich glaube, ich bin schon falsch. Ich muss hier lang an diesem roten Algor vorbei. So, stirb. Nein, nicht sterben. Nicht jetzt. Jetzt kannst du sterben. Wenn du so freundlich bist, natürlich. Ach ja. Ich wundere mich gerade, dass der Wald voll nicht abfackeln ist, aber egal. Zelda-Logik, das erwartet man. Ja, Alter, boah, das war viel. Haben sie mich voll eingekesselt. Okay, jetzt sind wir in den Lost Woods. Stirbst du einfach. Bam, voll weggerannt. Und ja, wir müssen jetzt in die Lost Woods. Wir sind in den Lost Woods. Und wir müssen jetzt in die... Mido? Oh, jetzt weiß ich, wie der heißt. Der Ort da, wo es Sarias Gardens sind. So müssen wir einfach nur nach rechts und nach unten, nach oben, nach unten. Ein bisschen stumpf, muss ich sagen. So. Secret Meadow, genau, sowas. Hier ist nichts Besonderes. In der Lichtwelt war ich gar nicht hier, glaube ich. Also in der normalen Welt. Ja, da war ich auch nicht da, sonst hätte ich nicht ein bestimmtes Item, was mir fehlt. Okay, Sarias Gardens. Oh, das sieht ja noch viel Spaß aus. Ich freue mich schon. Wuppa. Solange sie nicht wieder. Ich sag doch, solange sie nicht wieder mit dem Laserspam anfangen. Was sie jetzt schon wieder tun. Oh, pff, genau, schießt durch den ganzen Raum. Oh, wow. Wie auch immer mich das jetzt nicht treffen konnte. Ich sollte mal lieber hier weitergehen. Oh, schön, Skelette. Schön. Das verspricht ja schon mal so nach dem Motto. Viel Spaß, du wirst sterben. Wahrscheinlich sind das alles schon Links, die gefailt haben. Gehst du unten noch weiter? Nein. Boah, das machen die anscheinend ganz gerne hier, ne? Nur ein bisschen Damage noch zu machen. Ach, ich setze einfach mal eine Bombe in hier, sterben, du Scheiße. Natürlich lässt sich das nicht wegsprengen, warum sollte man auch? Oh, schön. Eine Truhe. Oh, schön. Finde ich cool. Finde ich cool. Ja, ganz cool. Sowas. Das hat nichts mit ordentlichen Schwierigkeitsgrad zu tun. Das ist einfach nur billig. So kann man billig den Spieler zur Verzweiflung bringen. Ich glaube, dieser Hack ist auch darauf aus, den Spieler einfach nur auf die billigste Art zur Verzweiflung zu bringen. Wenigstens haben sie hier wenigstens ein paar mehr Herzen angesagt. Wenigstens. Ich habe dreimal wenigstens gesagt. Jetzt bin ich toll. Oh, wow. Ich drücke einfach mal. Mal gucken, was passiert. Bumm, alle tot. Nein. Bumm, Dungeon geschafft. Boss fällt vom Himmel und mit dem Item. Oh, das ist ja auch sehr freundlich. Das war aber ein bisschen dumm gerade von mir, also da hat der Entwickler jetzt keine Schuld. Ey, das Ding steht auf dem Tisch, was zur Hölle? Was ist das denn hier? Sehr gefällt mir das Layout von dem Dungeon. Boah. Okay.
Ich mache jetzt in jedem Raum irgendwie ein Save-State. Was haben wir denn hier? Ah, sehr schön, den haben wir dann schon mal. Es ist immer gut, ihn zuerst zu finden, bevor man überhaupt was macht. Und ja. So. Dann haben wir hier wieder schönes. Boah, die lassen hier echt viele Herzen. Da freue ich mich drüber, dass die echt wieder so viele Herzen weglassen. Bis sie mal da lassen. Oh wow. Oh wow, fake Rubine. Warum kann ich jetzt? Ja, anscheinend nur wenn ich einen bestimmten Punkt von dem Rubin berühre, und zwar den ganzen Rubin. Ich muss den ganzen Rubin berühren. Also den ganzen Rubin verdecken, sonst kriege ich den nicht. Wie es aussieht. Ah, zwei Pixel sind noch frei. Wenn ich jetzt zwei Pixel noch umgehe, lol. Okay. Ja, das wird ja sehr lustig mal wieder. Ach ja, aber ich mag den Dungeon auch mehr als Rotus, Fortress bisher. Ah, es lohnt sich also doch, um die Wunde abzutasten. Vor allem ist ja auch voll nicht auffällig. Yay. Oh, geh weg. Ich will euch nicht bekämpfen. Oh, shit. Los, geht zusammen. Boah, nee, ich hab's doch gerade geschafft. Junge, die schießen die anderen beiden gar nicht. Das könnte extrem einfach werden. Ey! Nein! Das ist ein Scherz. Ja, klar. Sicher, bin ich auch für. Ey! Boah. Okay, diesen Kampf habe ich mal locker übersprungen. Eben kurz so. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Sorry, Leute. Genau, Schrift mal eben kurz wegmachen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, welches Item ich ausgewählt habe. Ach ja. Ich diesen Emulator doch liebe. Scheiße. Nein. Okay, jetzt durch. Das wird auch nicht sehr lustig jetzt. Oh Gott. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Ist das jetzt wieder respawned? Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch? Okay, Link, das war jetzt pures Glück. Ehrlich gesagt, das war wirklich pures Glück. Oh, ein Herz. Und wir haben den Schlüssel, das heißt, wir können hier durch. Es ist dunkel. Ach du Scheiße. Okay, müssen wir noch ein bisschen Backtracking machen, bevor wir weiterkommen, wie es aussieht. Solange es nicht so heftig ist wie in Faroro Sky Iron Maze. Wow. Pff. Ach du Scheiße. Hab ich echt nichts? Ich hab eine Biene, Alter. Oder ist das eine Fee? Ich hab das ist eine Fee, oder? Oh, das ist eine Fee. Ich dachte, das wäre eine Biene. Okay, dann kann ich gleich einmal drauf gehen, wenn ich mir das Piepen zu viel wird. Das Medien und wieder diesen Schalter drücken. Fleck. Okay, ich glaube, diesen Dungeon kriegen wir sogar in zwei Parts durch. Freue ich mich drüber. So lang sind die Dungeons nicht. Die sind nur extrem scheiße, nervig und billig. Also billig im Gegensatz zu billige, also halt billige Tode. So nach dem Motto, nicht schöne Tode, wo Herausforderung drin besteht, sondern Tode, wo man einfach nur von irgendwas gekillt wird, was eigentlich nur total unfair im Raum gesetzt wurde. Solche Tode, meine ich. Oh Gott. Oh, schön. Uah.
Oh Gott, Wallmaster, das ist nicht euer Ernst, oder? Sind das wirklich Wallmasters? Also, die kommen doch von der Decke. Wie hießen die Deckendinger nochmal? Ach, scheiß drauf. Ich nenne sie einfach Wallmasters. Oh Gott, die sind immer noch da. Ich jetzt von irgendwas getroffen werde, bin ich tot. Oh cool, ein Herz. Oh cool. Ein Schalter. Finde ich toll. Irgendwas hier? Nein. Es geht voran. Juhu, freue ich mich drüber. Und der Part läuft gerade mal seit 10 Minuten. Und schon habe ich den Dungeon, glaube ich, fast durch. Bing. Wow. Geh weg! Ich will wegen dir nicht sterben. Die schmeißen hier einen mit Bomben zu in den Dungeon, wie es aussieht. Das ist wohl eine kleine Anspielung auf das, was kommen könnte. Also solange man nicht Bomben für den Boss braucht, ist alles okay. Oh, schöner Raum. Jetzt brauche ich nur zwei Schläge für die Penner. Oh, was haben wir denn hier schon aus? Hm. Okay, aua. Das sieht ja mal sehr sozial aus. Geh ich erstmal hier lang. Ding, ding, ding. Boah. Was zur Hölle? Ey, sicher. Bin ich auch für. Spammt mich volle Kanne zu, Leute. Ey, wie soll ich das denn blocken? Ey, sowas finde ich echt billig. Sowas ist wirklich scheiße. Bitte seid nicht respawn. Bitte respawn gleich nicht hier, Drecksdinger. Ich hoffe es zumindest. Und doch, dann drehe ich durch. Oh, ich hasse sowas. Das ist einfach nur lächerlich. Ja. Du scheiß Gipto. Ja. Nicht wegwerfen, Link. Also wegwerfen schon, aber nicht aufheben. Oh, die große Truhe. Gut zu wissen. Oh, der Feuerstab. Okay, weiß ich, was ich als nächstes machen muss. Für den Dungeon. Was haben wir hier denn Schönes? Aua. Irgendwas. Hä? Boah. Neuen Träumen vielleicht. Hm. Okay, da war nichts. Gut zu wissen. Was soll man denn hier stehen? Okay, das war freundlich. Ja. Er hat uns im Grunde nur gesagt, ja, dass wir das Hühnchen in der... Aua. Das Hühnchen in der Stadt fragen sollen, wie man diese Stacheln, die man nicht sieht, umgehen kann. Aua, da waren welche. Ja, mit Safe States. Richtig. Oh. Ach so, stimmt. Nee, sag bloß, ich muss jetzt in die Stadt zurück. Das Hühnchen in der Stadt gibt einem nämlich den Hinweis, wie man an diesen scheiß Stacheln vorbeikommt. Okay, da waren keine. Da waren welche. Hier waren keine. Hier waren auch keine. Hier waren welche. Hier waren welche. Da waren keine. Da waren welche, aber den Stall. Ah, fuck. Ach,
Scheiß auf den Damage. Den Schaden nehme ich jetzt einfach. Ja, toll. War mir so klar. Ach ja, was ein Spaß. Noch mehr Dinger, die ich nicht sehe? Nein. Jetzt sind sie mal wieder sozial. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ist hier unten ein Weg? Nein. Boah. Ich glaube nicht, dass ich das hätte so machen dürfen. Aber egal. Ich komme voran. Wahrscheinlich hätte ich dafür den Zauberumhang gebraucht und keine Ahnung was. Das alles nur dafür? Jetzt fühle ich mich verarscht. Okay. Meinetwegen, dann gehe ich eben zurück. Habe ich den gerade schon aktiviert gehabt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Egal, ich glaube, ich beende diesen Part erstmal für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bam.